so, dass die Dinge in unserer Beziehung mit Jesus eingebunden sind. Dir passiert nichts, was er nicht weiß. Es passiert nichts, ohne dass er den Ausgang schon geplant hat. Wir verstehen es oft nicht. Das muss ich echt zugeben. Und als ich da in der Klinik war, habe ich das Erste, was ich immer frage, ist, wo ist der Segen hier drin für mich? Wo gibt es hier in dieser Situation für mich einen Segen, den Gott freisetzt? Und oft stelle ich fest, dass der Herr mir gute Ärzte gibt oder Schwestern, die wohlgesonnen sind, die wirklich nicht so im Arbeitsdruck sind. Oder es sind Medikamente, die ich sehr gut vertrage, die mir einfach helfen. Manchmal sind es die Besucher, die sich Zeit nehmen für mich und die mir Mut zusprechen. Auch als Kind Gottes brauchen wir diesen Mut, Zuspruch, diese Ermutigung und jemand, der einfach an unserer Seite ist. Und das habe ich wirklich in diesem Jahr so erlebt. Gott hatte einen Segen für mich vorbereitet. Er wusste schon, dass ich in diese Situation kommen werde. Und ich schaue wirklich dankbar auf diese, ich schaue dankbar auf diese Zeit zurück, dass er mir durchgeholfen hat. Man ist nicht dankbar für die Schmerzen. Man ist nicht dankbar, dass man in so ein Ding reingekommen ist. Aber du bist dankbar, dass der Herr dich durchgebracht hat. Und das ist das Zeugnis, was ich immer wieder haben möchte. So, was wir oft in unserem Leben erlebt haben, und deswegen haben wir eigentlich auch den Dienst von Gottes Haus gegründet, das ist, dass wir gemerkt haben, Christen, Kinder Gottes, Jesus Nachfolger, sie brauchen Ermutigung. Wir alle brauchen Ermutigung. Und zwar nicht nur, du kommst schon durch, klappt schon, mach dir mal keinen Kopf, irgendwie klappt schon die Sache und man macht so in dem Natürlichen diese Bemerkung. Ja? Das, weshalb du durchkommst, ist, weil das Wort Gottes die Grundlage gibt, dass wir die Dinge durchstehen oder dass wir die Dinge überwinden können. Und das ist eigentlich mein Thema jetzt am Schluss von diesem Jahr. Du bist ein Sieger und du bist ein Überwinder. Und zwar heißt es in 1. Korinther 15, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Du hast den bekommen, nicht vergessen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, uns zu Überwindern macht durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist das. Nicht aus uns selbst heraus sind wir die Überwinder. Nicht aus uns selbst heraus sind wir die starken Mucki-Typen, die sagen, alles kein Problem. Doch, viele Dinge sind ein Problem. Und man braucht sie sich nicht schön zu reden. Aber man kann sich auf den verlassen, der uns durch die Dinge hindurch hilft. Mehr als Überwinder. Das ist das letzte Buch der Bibel, was von diesem Überwinderleben spricht. Wir sind mehr als Überwinder. Und das sagt die Bibel von jedem von uns. Was wir lieben, ist diese Aussage, wir sind Sieger, wir sind Überwinder, wir packen das, wir haben das, das wollen wir alle haben. Was wir nicht haben wollen, ist der Kampf, der Weg dahin, das Überspringen von diesen Hürden, dieses Dranbleiben, dieser lange Atem, dieses nochmal und ich habe doch erst letzten Monat und wir hatten doch dies schon und wir haben doch das schon. Und ich war wirklich, das sage ich echt, wir waren oft an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, wann hört denn das endlich mal auf. Es waren immer wieder Sachen, die uns herausgefordert haben und wo ich lernen musste zu glauben, ich bin mehr als ein Überwinder in ihm, nicht aus meiner Kraft heraus. Und immer, wenn ich dieses Überwinder-Ding höre, diesen Satz, diesen Begriff Überwinder, dann denke ich, okay, ich weiß, aber ich finde es so schwierig. Und letztens im Sommer waren die
Weltmeisterschaften in Doha. Ich weiß nicht, wer von euch sportlich irgendwie interessiert ist. Ich bin kein Sportler, aber das, was mich interessiert, das ist manchmal die Interviews, die von den Sportlern gemacht werden. Warum bist du denn dran geblieben? Oder wenn ein Sportler gefragt wird, was ist denn dein größtes Ziel, was machst du denn, wenn du verlierst? Und da habe ich mal einen gehört, der hat gesagt, hä? Verlieren kommt bei mir nicht vor. Ich werde gewinnen. Ich habe das schon 1000 Mal in meinem Kopf durchgespielt. Natürlich werde ich gewinnen. Keine Frage. Und ich dachte, oh Mann, Herr, das muss es doch sein. Ich muss doch in diese Position kommen zu sagen, verlieren gegen den Feind? Niemals. Ich werde immer überwinden. Ich werde immer siegen. Ich werde immer zu denen gehören, die oben auf dem Treppchen auf der 1 stehen. Nicht auf der 3 und nicht auf gar nicht da oben. Und das ist etwas, was ich in dieser Weltmeisterschaft gesehen habe. Und bei diesem Überwinder-Ding, da interessieren mich immer die Hürdenläufe. Habt ihr mal einen Hürdenlauf gesehen? Ist affig, oder? Das ist total witzig. Es sind immer bei diesen 100 Meter oder 110 Metern Hürdenlauf sind es immer die gleichen Abstände und die Höhe der Hürde ist 106,68 cm. Also nicht gerade dein Fußstäbel zu Hause, sondern hat schon eine Höhe. Und die Sportler, die diese Hürdenläufe machen, die haben eine ganz bestimmte Technik eingeübt. Und dann habe ich mal in einem Interview gehört, sie gucken nicht immer, nicht immer auf, ach, da kommt die nächste Hürde, jetzt überlege ich mir mal, wie springe ich denn jetzt? Ach, da kommt ja schon die nächste und da kommt ja auch schon wieder eine. Sondern sie haben das Ziel im Auge. Die gucken gar nicht mehr auf diese Hürden, die da stehen, sondern sie laufen in einer bestimmten Technik und diese Technik hilft ihnen, dass sie zack, 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 zack die Dinger immer überwinden. Und da habe ich gedacht, ich habe da wirklich tagelang drüber nachgedacht und habe gedacht, wow, wir müssen als Christen, als Kinder Gottes, wir müssen eine Technik haben. Wir müssen etwas wissen aus dem Wort Gottes. Wir müssen ein Handwerkszeug haben, damit wir die Hürden in unserem Leben überwinden können. Wir können nicht jedes Mal von vorne anfangen. Wir können nicht jedes Mal vor jeder Herausforderung sagen, ach Herr, und nicht schon wieder, und ach du meine Güte, und das ist zu schwer, und das ist zu hoch, und das habe ich doch überhaupt nicht bedacht, und die haben gesagt, und der hat gemacht, und versteht ihr, was ich meine? So ticke ich auch immer wieder. Aber wir müssen dahin kommen, zu lernen, dass wir in diesem Rhythmus mit Gott laufen. In dem Rhythmus, den er uns durch sein Wort gibt. Und wo er durch sein Wort an uns arbeitet und mit uns arbeitet. Das erste Buch Mose sagt uns, dass wir als, das spricht schon davon, dass wir als Überwinder gedacht sind von Gott. Und zwar hat Gott dem Menschen Autorität gegeben zu herrschen. Er hat gesagt, ihr sollt herrschen über die Tiere, ihr sollt herrschen über die Dinge, die ich euch anvertraut habe. Und Gott gab dem Menschen Vollmacht über die Erde und über alles, was auf ihr kroch, flog, krabbelte oder atmete. Und der Mensch wusste nicht mal, was es bedeutet, zu verlieren. Sie wussten nicht, was es bedeutet, zu verlieren, bis zu dem Punkt, als sie alles verloren haben. Bis im Garten Eden durch Ungehorsam Gott die Gemeinschaft mit ihm trennte. Und als das geschah, da hat der Mensch sich in dieser absoluten Niederlage wiedergefunden. Als der Mensch dieses Getrenntsein von Gott, diesen Ungehorsam erlebt hat, da hat er dieses Versagen, diesen Schmerz, diese Trennung von Gott, hat er das erste Mal erlebt. Und es war die Position, für die er nie vorgesehen war. Das müssen wir immer im Kopf behalten. Gott wollte nicht
dass diese Trennung zustande kommt, sondern Gott wollte einen Menschen ihm ähnlich schaffen. Und sogar noch viel mehr, als Gott Kain trifft, die Geschichte kennt ihr ja. Gott trifft auf Kain und sagt, warum bist du so zornig? Warum kannst du mich nicht angucken? Warum ist dein Gesicht gesenkt? Warum ist dein Blick gesenkt? Guck mal, ich überlege mir immer, was für ein Vorrecht die hatten, mit Gott in sichtbarer Nähe zu sein. Es heißt, dass sie mit Gott in der Kühle des Abends spazieren gingen im Garten. Hey, das ist doch echt abgefahren, oder? Gott kommt zu Kain und sagt, warum kannst du mir nicht in die Augen gucken? Und Kain antwortet eigentlich nicht darauf. Und Gott spricht zu ihm, das, was du denkst, jetzt in deinen Gedanken, tu es nicht, denn die Sünde lauert vor deiner Tür, aber du sollst herrschen über sie. Du sollst herrschen. Schaut, wir alle können über die Dinge herrschen. Manchmal erzählen mir die Leute, ja, und ich konnte nichts dazu und das war so schwierig und das ging ja alles nicht so und alle diese Sachen. Manchmal liegt es an einer Entscheidung, die wir treffen müssen. Und dass wir die richtige Entscheidung treffen und über die Dinge herrschen. Sieger herrschen und Sieger bezwingen. Das Wort Sieg bedeutet endgültige oder völlige Vorherrschaft oder Überlegenheit in einem Kampf oder Krieg. Wahrscheinlich haben einige von euch in diesem Jahr Krieg geführt gegen den Feind und seine Machenschaften. Erfolg in der Auseinandersetzung oder in jedem Kampf. Erfolg. Das, was uns als erstes im Kopf ist, ist, oh, ich weiß nicht, ob das gut geht. Und dann reden wir mit uns selbst, anstatt dass wir mit Gott reden und sagen, ich werde mit ihm der Sieger sein, der Eroberer, ein Held, ein Bezwinger, ein Gewinner, ein Triumphator, ein Herrscher, ein Dominieren, ein Überwinden, ein Besiegen, ein Sieg in allem haben und halten. Die Bibel spricht davon, wenn ihr das alles ausgerichtet habt, dann bleibt ihr stehen. Stehen bleiben, nicht hinsetzen oder aufgeben oder irgendwie sowas. Das war die eigentliche Absicht, die Gott mit den Menschen hatte. Sieg. Und die Qualität des Siegens ist, oder des Siegers, Selbstbeherrschung, Wollen, Charakterstärke, Gehorsam, eine gute Haltung, Selbstzucht, Selbstüberwindung. Das ist im Sport total aktuell, denn wenn du im Sport trainierst, also die Leute, die hier auch zum Training gehen, das sind die Leute, die wissen, man geht beim Trainieren noch einen Schritt weiter über die Grenze, wo man sagt, jetzt schickt's mir. Die machen noch eine Runde, weil sie wissen, das nächste Mal habe ich die Runde schon überwunden und ich kann noch eine Runde schaffen. Und das ist das mit der Selbstüberwindung, mit dem Überwinden der Schmerzgrenze, so wird es da dargestellt. Und es ist ein Überwinden oft in unseren Gedanken, ein wirkliches Kampffeld in uns, diese Gedanken, die uns immer und immer und immer wieder belagern und die uns von vornherein schon signalisieren wollen, mach dir keinen Stress, das packst du eh nicht. Das ist nicht von Gott. Es ist wirklich der Feind, der nicht möchte, dass du eine Geschichte mit einem glücklichen Ende hast. Er möchte nicht, dass du als Sieger als erstes da reinläufst. Er möchte nicht, dass du als erstes wirklich durchkommst und überwindest. Ich habe mir vorgenommen, ich werde wieder verstärkt sagen und proklamieren, ich werde siegreich durch dieses Jahr gehen. Ich werde siegreich durch die Herausforderungen gehen, die ich jetzt noch gar nicht weiß. Aber guck, für Gott ist es doch keine Überraschung, wenn wir in irgendwelchen Trouble kommen. Sondern er weiß, wir werden durchkommen mit ihm.
ich werde siegreich aus dieser Herausforderung kommen. Jeder Tag, 365 Tage, wird siegreich mit ihm sein. Lasst das Wort Gottes reichlich wohnen in euch. Das ist die Aufforderung aus dem Psalm. Die Umgestaltung, die Gott in unserem Leben tut, umgestalten, uns zu Überwindern und zu Siegern zu machen, die ist darauf gebaut. Lasst das Wort Christi reichlich wohnen in euch. Lass es reichlich wohnen in dir. Geh nicht einen Tag durch dieses Jahr ohne dieses Fundament. Nicht einen Tag ohne Reichtum an Gottes Wort. Reichtum an Kraft. Reichtum an Durchziehen. Reichtum an Spannung. Nimm Spannung auf. Wir sind keine 20 mehr, das weiß ich. Aber heißt es, dass wir keine Erwartungen, keine spannungsvollen Ideen, keine Kreativität, keine Sachen mehr planen? Nein, sondern wir gehen als Sieger durch dieses Jahr. Und das ist Gottes Plan für unser Leben. Und das ist das, was ich uns allen zusprechen möchte. Verheißungsorientiert durch das Jahr. Siegreich durch das Jahr. Proklamiere das. Wir müssen es aussprechen und nicht nur denken, nicht nur mal im Gottesdienst sagen, sondern morgens, wenn du aufstehst, morgens, wenn du dich auf den Tag vorbereitest, wenn du im Auto fährst, wenn du am PC bist, wenn du deinen PC hochfährst, was auch immer. Du sagst, ich werde heute diesen Tag siegreich mit dem Herrn durchgehen. Ich werde heute ein Überwinder sein oder zu einem Überwinder geformt oder trainiert. Ich werde Sieg haben. Gott hat mehr für dich. Amen.